Philosophisch gesehen, die Vorstellung von einem abrupten Anfang dieser bestehenden Ordnung der Natur ist unvereinbar mit mir. Ein anderer Materialist, der prominente englische Astronom Sir Fred Hoyle, war einer der ersten, dem die Urknalltheorie störte. Zu Mitte des Jahrhunderts meisterte er eine Theorie genannt stationäres Weltmodell, auch Steady-State-Theorie, die fast gleich der Annäherung des konstanten Universums aus dem 19. Jahrhundert war. Dieses stationäre Weltmodell argumentierte, dass das Universum sowohl unendlich in Größe als auch ewig in seiner Andauer war. Diese Theorie, dessen wahre Absicht war, die materialistische Theorie zu sichern, stand der Urknalltheorie, welche die Existenz eines Anfangs des Universums beweist, vollkommen zuwider. Diejenigen, welche die Steady-State-Theorie verteidigten, standen dem Urknall eine lange Zeit ablehnend gegenüber. Die Wissenschaft, wie auch immer, arbeitete gegen sie. ...1948 kam George Gamow mit einer anderen Idee in Bezug auf die Urknalltheorie. Er erklärte, dass durch eine große Explosion nach der Entstehung des Universums ein Überschuss an Strahlung, der von dieser Explosion übrig blieb, existieren müsste. Noch dazu müsste diese Strahlung gleichmäßig überall im Universum vorhanden sein. Dieser Nachweis, welcher existieren müsste, wurde bald gefunden. 1965 entdeckten zwei Forscher mit den Namen Arno Penzias und Robert Wilson durch Zufall diese Wellen. Diese Strahlung, genannt kosmische Hintergrundstrahlung, schien nicht von einer bestimmten Quelle zu strahlen, sondern erfüllte die Gesamtheit des Raumes. Folgendermaßen wurde verstanden, dass diese Strahlung von den Anfangsstadien des Urknalls übrig geblieben war. Penzias und Wilson wurden für ihre Entdeckung mit dem Nobelpreis belohnt. 1989 schickte die NASA den COBE genannten kosmischen Hintergrundstrahlungserforschungssatellit ins All, um Nachforschungen über die Hintergrundstrahlung anzustellen. Der COBE benötigte nur 8 Minuten, um Penzias und Wilsons Berechnungen zu bestätigen. Der COBE hat die Überreste der großen Explosion gefunden, die zu Beginn des Universums stattgefunden hatte. Definiert als die größte astronomische Entdeckung aller Zeiten, belegte dieser Fund die Urknalltheorie auf deutliche Weise. Ein anderes wichtiges Beweisstück für die Urknalltheorie war die Menge von Wasserstoff und Helium im Weltraum. In den Nachforschungen wurde verstanden, dass die Wasserstoff-Helium-Konzentration im Universum mit den theoretischen Berechnungen der Wasserstoff-Helium-Konzentration, welche vom Urknall übrig blieb, übereinstimmte. Wenn das Universum keinen Anfang hätte und es seit aller Ewigkeit existieren würde, wäre sein Wasserstoffgehalt schon erschöpft und verbraucht und in Helium verwandelt. All diese beeindruckenden Beweise brachten die Gemeinschaft der Wissenschaftler dazu, die Urknalltheorie anzunehmen. Das Urknallmodell war der letzte Punkt, der von der Wissenschaft in Bezug auf den Ursprung des Universums erreicht wurde. Die Steady-State-Theorie, zusammen mit Fred Hoyle jahrelang verteidigend, beschrieb Dennis Sciama die endgültige Position, die sie erreicht hatten, nachdem die Urknalltheorie offenbart wurde. Sciama erklärte: "Ich verteidigte die Steady-State-Theorie nicht, weil ich sie für gültig ansah, sondern weil ich wünschte, dass sie gültig wäre. Als die Beweise sich anhäuften, musste man zugeben, dass das Spiel zu Ende war und die Steady-State-Theorie aufgegeben werden musste." Professor George Abel von der Universität von Kalifornien akzeptiert ebenfalls den ultimativen Sieg der Urknalltheorie und erklärte: "Gegenwärtig vorhandene Beweise zeigen heute, dass das Universum vor Milliarden von Jahren mit dem Urknall entstand. Wir haben keine andere Wahl,
als die Theorie des Urknalls zu akzeptieren. Mit dem Sieg des Urknalls wird der Mythos der ewigen Materie, der die Basis der materialistischen Philosophie ausmacht, auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen. Was dann? Was war vor dem Urknall? Und welches war die Kraft, die das Universum mit dieser großen Explosion zum Entstehen brachte, als es nicht vorhanden war? Zweifellos ergibt sich, in Arthur Eddingtons Worten, aus dieser Frage der für die Materialisten philosophisch unvereinbare Fakt, nämlich der Existenz eines Schöpfers. Der berühmte atheistische Philosoph Anthony Flew kommentiert zu diesem Thema. Offenkundig, Bekenntnis ist gut für die Seele. Deshalb werde ich mit dem Bekenntnis anfangen, dass der stratonizianische Atheist anhand des zeitgenössischen Konsens in Verlegenheit geraten ist. Denn es scheint, dass die Kosmologen einen wissenschaftlichen Nachweis liefern, dass das Universum einen Anfang hatte. Viele Wissenschaftler, die sich nicht blindlings abhängig zu Atheisten machen, haben die Rolle eines allmächtigen Schöpfers bei der Schöpfung des Universums zugegeben. Dieser Schöpfer muss ein Wesen sein, welches beide, Materie und Zeit, erschaffen hat, der sogar unabhängig von beiden ist. Der weit bekannte Astrophysiker Hugh Ross hat dies zu sagen. Falls der Anfang der Zeit gleichzeitig mit dem Anfang des Universums geschah, wie der Raumlehrsatz sagt, dann muss die Ursache für dieses Universum ein Wesen sein, welches in einer von der Zeitdimension des Kosmos völlig unabhängigen und schon vorher existierenden Zeitdimension operiert. Diese Schlussfolgerung zeigt uns, dass Gott weder das Universum selbst ist, noch Gott im Universum beinhaltet ist. Ja, Materie und Zeit sind vom allmächtigen Schöpfer geschaffen, der unabhängig von all diesen Vorstellungen ist. Dieser Schöpfer ist Allah, der Herr der Himmel und der Erde. Wahrlich, der Urknall hat den Materialisten noch viel größere Sorgen als das vorhergehende Bekenntnis des atheistischen Philosophen Anthony Flew bereitet. Und zwar aus dem Grund, dass der Urknall nicht nur beweist, dass das Universum aus nichts heraus erschaffen wurde, sondern dass es ebenfalls in einer sehr geplanten, systematischen und kontrollierten Weise zum Entstehen gebracht wurde. Der Urknall fand mit der Explosion des Punktes statt, der all die Materie und Energie des Universums beinhaltete und verteilte diese mit einer erschreckenden Geschwindigkeit im Raum und in alle Richtungen. Aus dieser Materie und Energie kam ein großes Gleichgewicht heraus, welches Galaxien, Sterne, die Sonne, die Erde und alle anderen himmlischen Körper beinhaltete. Überdies wurden Gesetze namens Gesetze der Physik geformt, die über die ganze Welt gleichbleibend sind und sich nicht verändern. Die Gesetze der Physik, die zusammen mit dem Urknall auftauchten, haben sich über eine Periode von 15 Milliarden Jahren hinweg nicht ein kleines Stück verändert. Außerdem stehen diese Gesetze auf so skrupellosen Berechnungen, dass sogar eine Abweichung von 1 Millimeter ihrer jetzigen Werte in der Zerstörung der gesamten Struktur und der Konfiguration des Universums resultieren könnte. All dies zeigt an, dass nach dem Urknall eine perfekte Ordnung entstand. Indessen bringen Explosionen, wie auch immer, keine Ordnung hervor. Die gesamten wahrnehmbaren Explosionen tendieren dazu, all dem Gegenwärtigen zu schaden, zu zersetzen und zu zerstören. Auch was für eine Explosion beobachtet wird, sieht man immer, dass die Wirkung zerstörend ist. Hätten wir nach einer Explosion eine sehr detaillierte Ordnung erkannt, dann könnten wir daraus schließen, dass dort eine intelligente Einmischung hinter dieser Explosion gewesen wäre,
und dass all die Teile, die durch die Explosion verteilt wurden, in einer sehr kontrollierten Weise bewegt worden wären. Sir Fred Hoyle, der letztendlich nach vielen Jahren der Opposition die Urknalltheorie akzeptieren musste, drückt diese Situation sehr gut aus. Die Urknalltheorie behauptet, dass das Universum mit einer einzigen Explosion begann. Ferner wirft ein